Schauen wir uns mal um. Mann, da findet man leicht eine Nonne im Bordell. Ja, Sully, deine Vergleiche sind natürlich astrein. Na, das sieht doch gut aus. Wer hat das wohl gebaut? Die Inka? Nein, das ist noch älter. 2000 Jahre älter. Und ist es wahrscheinlich so, dass wir klettern müssen? Schauen wir uns mal um. Ich hab die Stelle gefunden. Sehr gut. Was gefunden? Bis jetzt nicht. Pass auf da oben! Hey, irgendwas stimmt hier mit dem Boden nicht. Klingt hohl. Wir müssen das irgendwie einschlagen. Whoa. Das Klettern ist ganz einfach. Es ist noch einfacher als in Assassin's Creed. Da so viel kann man auf jeden Fall sagen. Ja, da ist doch ein Stein, den kann man mal gut bewegen. Sehr schön. Gut gemacht, Kleiner. Ja. Sully, bist du bereit? Wir gehen jetzt rein. Ah, wir wollen die Taschenlampen. Ja. Gibt's irgendwie eine Taste, wie man die anmachen kann? Oh. Prachtvoll, ne? Oh. Was für ein nettes Fleckchen Erde. Du hast was anderes erwartet, hm? Ja, wo ist das scheiß Gold? Das Ding ist schon vor langer Zeit geplündert worden. Dieser verdammte Pirat! Nein, das war sicher nicht Drake. Schau dir das mal an. Die Spanier sind ihm wohl zuvorgekommen. Was ist los, Sully? Nate, mir geht es nicht um irgendwelche Eimer. Ich steck bis zum Hals in Schulden. Ich hab mir hier wirklich was erhofft. Zu viele Lokalrunden in Lima, hä? Huh? Das und... Ja, ein paar Geschäfte mit den falschen Leuten. Solltest du nicht deine Finger von den bösen Jungs lassen? Und von den bösen Mädels? Ach, und was ist mit dir? Was soll das denn heißen, hä? Huh? Die Reporterin. Hab gesehen, wie du sie anhimmelst. Elena? Blödsinn. Bei der bin ich unten durch, seitdem wir sie am Dock stehen gelassen haben. In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt. Und was soll denn da bitte der Unterschied sein? Das, mein Freund, musst du schon selbst rausfinden. Die Spanier haben echt viel Mist dagelassen. Vorsicht, Nate, das ist echt tief. Kein Witz, oder? Kein Witz. Wir müssen da rüberkommen. Ah. Sieht gut aus.
Ich bin jetzt nicht auf der Jagd nach Schätzen. Man kann ja so Schätze noch zusätzlich einsammeln, aber ich bin jetzt nicht auf der Jagd danach und schau da bei jedes Mal in die Ecke oder so. Vielleicht finde ich ein paar, vielleicht nicht. Mal gucken. Werden wir sehen. Hier, lass mich mal. Ja, komm, Sully. Hau mal raus. Ich halte sie auf. Versuch du, sie von innen zu blockieren. Jo, ich versuch's. Moment, Sully. Okay, lass los. Das müsste halten. Mach schnell, Sully! Das war mir etwas zu knapp. Hoffentlich gibt's hier eine Hintertür, was? Moment, das kenne ich doch. Ich glaube, das kenne ich aus Drakes Tagebuch. Ja. Schau mal rein. Ja, hier. Das Ding scheint eine Art Lampe oder Leuchter zu sein. Versuch mal, es anzuzünden. Da hast du so oft über die Zigarre gemotzt und jetzt nutzt sie uns, was? Wir müssen den Schrott irgendwie wegräumen. Ja, das ist der Plan, ne? Komm hier irgendwie hoch. Cool. Schön. Sehr schön. Und jetzt? Ein bisschen klettern. Das konnte ich vor 30 Jahren vielleicht. Oh Gott, nein. Fuck. Ist mir gestorben. Ja, habe ich auf die Untertitel geachtet. Und nicht. Oh Gott, okay. Ja, ich muss erstmal so ein bisschen reinkommen, weißt du. Ich mache immer denselben Fehler, habe ich das Gefühl. Ich ziehe mal genauer, wenn ich springe. Sehr schön. Nee, wir haben es geschafft. Habe ich selbst weggesprengt. Sehr stark. Und fangen wir wieder hier an. Wow, das war aber ein bisschen zu knapp. Jetzt kannst du die Treppe benutzen, Sully. Ja, sehr schön. Habe ich wieder Vorarbeit geleistet. Sully, bitte wieder anzünden. Vielen Dank. Zurück
Zurück können wir also nicht mehr. Folgen wir hier mal dem Weg. Ich weiß nicht was. Was macht man damit? Halt, die Zeichen kenne ich doch. Und das Buch wieder. Die Ordnung dieser Zeichen trägt Bedeutung. Eins ist dieses komische Ding, okay. Ja, da muss ich wohl wieder ein bisschen klettern. Das ist Nummer 1, würde ich sagen. Nee. Oder? Nee. Welches? Gibt es das Zeichen hier überhaupt? Ja, das gibt's hier. Ja, das ist Nummer 3. Das ist Nummer 3, das ist... Nummer 4. Und das ist Nummer 2. Okay, dann sind wir hier wieder angekommen. Okay, da hinten, das ist Nummer 1. Dann kommt Nummer 2 ist dann dieser komische kleine Krieger hier. Das ist... Okay, dann also immer zur Reihenfolge. Das da hinten... Nee. Das ist Nummer 1. Dann kommt... Das ist Nummer 2. Also, 1, 2, 3, 4. Ne? Genau. Ja, genau. So ist es. Jetzt muss ich nur erstmal dahin kommen. So, ein bisschen klettern. Dann schnell zurück. Wie wär's denn rum? So, dann ist das hier Nummer 2. Sehr schön. Dann ist das da hinten. Nicht das hier, sondern das hier. Habe ich jetzt den Teil Umweg gemacht, aber naja, was soll's. Jetzt Nummer 3. Hmm.
Und das hier ist Nummer 4. Und? Habe ich es geschafft? Ich denke schon.